Herzlich willkommen im Stadtwerke Düsseldorf Fanblog. Liebe Zuschauer, hautnah mit Özkan Yildirim. Hallo Özkan, wir sind gerade in der Arena hier auf dem Rasen, auf dem du leider noch nicht stehen durftest wegen deiner Oberschenkelverletzung. Wann dürfen wir dich wieder auf dem Platz empfangen? Also ich habe heute das erste Mal wieder mit der Mannschaft trainiert. War guter Dinge. Ich hatte wenig Probleme zum Glück und ich denke, dass ich jetzt die ersten 2-3 Wochen noch mal mit der Mannschaft vorsichtig trainieren werde, um wieder die Kondition zu erreichen, um wieder diesen Spielrhythmus zu erreichen. Und ich hoffe, dass ich dann nach der Länderspielpause wieder voll angreifen kann. Wie groß ist die Freude, dann hier auf dem Rasen auflaufen zu dürfen? Sehr groß, ne? Also man hat ja auch schon gestern gesehen beim Spiel, wie die Fans hier drauf sind. Gegen Bochum, genau. Und ja, wir sind einfach, also ich bin überglücklich, wenn ich hier wieder spielen darf. Oder das erste Mal spielen darf. Und ja, die Lust ist groß auf jeden Fall. Was hat dir besonders imponiert hier in den Heimspielen, die du ja dann trotzdem gesehen hast hier vor Ort? Ja, also klar, die Mannschaft hat auch überragend gespielt, auch gegen Stuttgart. Das zweite, sozusagen das erste Heimspiel vor den ganzen Fans. Da waren ja auch noch mal doppelt so viele da. Ich hoffe, dass es dann halt mitten in der Saison, dass es dann immer mehr wird. Und dass die Jungs oder beziehungsweise wir weiterhin Gas geben, sodass wir die Fans dafür impulsieren, dass sie herkommen und uns unterstützen. Du bist vorher in Bremen gewesen. Wie ist es da gewesen? Ist ja auch ein großer Traditionsverein. Ja, klar. Also da muss man nicht viel drüber reden. Ne? Das Stadion war, glaube ich, fast jedes Spiel ausverkauft. Ja, klar sind die Leistungen dann in den letzten Jahren nicht so gewesen wie halt vor 5, 6 Jahren. Aber ja, war ganz okay eigentlich. Das hat aber der Stimmung eigentlich keinen Abbruch getan. Also die Stadien waren trotzdem voll. Das spricht ja dann auch für die Bremer Fans. Ja, natürlich. Also das ist ein Traditionsverein. Die Fans waren in guten und in schlechten Zeiten da. Jetzt in der letzten Zeit halt eher schlechter. Aber man hat die Unterstützung gespürt, auch in der letzten Saison, als wir das letzte Spiel gegen Frankfurt gewonnen haben. Das war natürlich auch überragend. Ne? So eine Stimmung für einen Spieler ist einfach das Beste, was passieren kann. Im vorletzten Heimspiel, das war gegen Stuttgart, es ging ja für euch gegen den Abstieg, du hast es eben gesagt, da gab es die Green White Wonderwall. Da wurdet ihr von tausenden Fans, glaube ich, ins Stadion begleitet. Wie hast du das erlebt? Wir haben alle noch Wonderwall gesungen. Ja, genau. Wir sind die Rampe runtergefahren. Einfach ein unbeschreibliches Gefühl, dass du merkst, die Stadt stand hinter dir. Sozusagen, da gab es ja einen Slogan, Werder braucht Bremen, Bremen braucht Werder. Und das hat man halt vollkommen gespürt. Und ich glaube, das Spiel haben wir dann auch mit 6-1, glaube ich, gewonnen. 6-2 war es. 6-2, ja, das spricht für sich. Ne? Und wie man dort sieht, sind die Fans sehr, sehr wichtig für uns. Ne? Und für die Spieler auch im Heimspiel. Das gibt noch mal mehr Kraft. Und wie man gestern gesehen hat, die Leidenschaft, der Kampfgeist, das hat alles gepasst. Das hat man gesehen, ist auch so ein bisschen letzte Saison in Düsseldorf gewesen. Ich weiß nicht, ob du das auch verfolgt hast. Da gab es auch die Unterstützung dann von anderen Düsseldorfern Vereinen. Okay. Bei euch hat es geklappt. Ihr habt 6-2 gewonnen gegen Stuttgart, seid dann auch in der Liga geblieben. Kann man wirklich sagen, dass die Unterstützung der Fans beim Siegen hilft? Sehr, sehr. Das gibt, wie gesagt, das gibt noch mal so ein Aufstoß, dass man vielleicht die 10% mehr gibt oder dass man noch mal gepusht wird, um diesen einen Zweikampf zu geben, der spielentscheidend ist vielleicht. Und deswegen, wie gesagt, also ich hoffe, dass es immer mehr wird hier in Düsseldorf auch und dass es dann, das wird uns schon weiterhelfen. Wer zählt denn privat zu deinen wichtigsten Unterstützern? Meine Familie, also meine Freundin, meine kleine Tochter, die mich echt gut aufgebaut haben, auch nach dieser Verletzung. Vater, Mutter, Familie, Bruder, also das sind enge Freunde, die sich leider damit auskennen, so was halt in der Vergangenheit bei mir passiert ist. Aber ich bin halt immer wieder gut zurückgekommen und deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Woher ziehst du denn sonst deine Kraft? Man sagt ja, in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Du hast jetzt natürlich viele Verletzungen gehabt, aber du bist immer wieder gekommen. Und das spricht ja auch dafür, dass du eine starke Mentalität hast. Achtest du besonders auf die Ernährung? Machst du vielleicht Yoga? Das ist zum Beispiel in Amerika gerade bei den Profisportlern ganz groß im Kommen. Also Mentalität, das auf jeden Fall. Also, und ich habe einen Willen, einen starken Willen, so ein Kämpfertyp. Deswegen, ich gebe niemals auf. Und das hat die letzte Zeit auch bewiesen, dass ich immer wieder gut zurückgekommen bin. Klar, die Unterstützung ist wichtig, aber man muss auch wissen, was man selber kann. Deswegen bin ich positiver Dinge. Und ja, mit Yoga fange ich jetzt an. Tatsächlich? So wie du gerade jetzt drauf gekommen bist, ich fange mit Yoga an und mal gucken, ob es mich noch einen Schritt weiter nach vorne bringt. Wie bist du darauf gekommen, Yoga zu machen? Auch gehört, dass es ganz gut ist, um den Körper auszugleichen? Genau. Also vereinsintern kam da unser Mentalcoach sozusagen auf uns zu. Und ja, der hat mir das angeboten und ich nehme es gerne an.
Du hast es aber noch nie ausprobiert, Yoga. Was stellst du dir vor, wie wird es so? Ich hoffe, dass es mich, wie gesagt, einen Schritt weiterbringt, vielleicht in der Agilität. Vielleicht werde ich auch dadurch resistenter, genau. Und ja, ich bin offen dafür, deswegen werden wir sehen, was es jetzt sein wird. Aber wenn man die letzten Verletzungen so beobachtet, waren das immer Tritte von Gegenspielern, da kann man nichts gegen machen. Wie ist Özkan Yildirim, den glaube ich alle Ötzi nennen, denn privat? Privat? Bist du ein ruhiger Typ? Ja, ein ruhiger Typ, sehr viel mit der Familie. Klar, ab und zu was mit den Jungs hier in der Kabine. Natürlich machen wir auch was außerhalb, aber ich bin eher der ruhige Typ, genieße halt es wirklich zu Hause, wenn ich mir dann mal die Zeit dazu habe. Aber ja, genau. Das heißt, du gehst dann auch gerne mit deiner Tochter auf den Spielplatz und sowas? Und Spaziergänge, viele. Und die tun mir dann auch gut, dass ich da runterkomme. Jetzt bist du erst 23 Jahre, bist aber schon Vater. Ich weiß gerade gar nicht, wie alt deine Tochter ist. Aber viele in deinem Alter, auch wahrscheinlich viele Mannschaftskollegen, gehen am Wochenende noch mal gerne in die Stadt, wenn es die Zeit erlaubt. Wie ist das bei dir? Das ist also alles gut geregelt mit meiner Freundin. Na, klar bin ich öfter mit meiner Familie zusammen, aber wenn mal die Jungs mit mehreren Jungs sozusagen mal rausgehen, bin ich klar dabei. Aber für mich zählt einfach jetzt meine kleine Tochter. Mhm. Und das ist für mich das Schönste, was passieren konnte in der letzten Zeit. Das war immer mein Wunsch, so früh Vater zu werden. Und ich habe mir den Traum ermöglicht und ja, bin überglücklich. Der zweite Traum war natürlich der, zur Fortuna zu kommen. Jetzt bist du nach Düsseldorf gezogen. Wie hast du dich eingelebt hier in der Stadt? Gut, also wirklich, ich bin schnell angekommen. Die Jungs haben mich natürlich super aufgenommen. Der ganze Verein, echt, auch durch die Verletzung, wenn ich in die Stadt gelaufen bin, Fans kamen auf mich zu. Vom Trainer bis zum Physio, vom Physio bis zum Mediencoach. Das war alles in Ordnung, also alles super. Deswegen war es nicht schwer für mich, schnell eine Wohnung gefunden. Und ja, das war für mich von Anfang an ein klares Ziel, dass ich schnell ankomme und dass ich dann sozusagen der Mannschaft helfen kann. Hast du Lieblingsplätze schon hier in Düsseldorf? Jetzt mal abgesehen von der Arena und vom Trainingsplatz? Ist mir noch schwer gefallen. Also ich bin noch nicht so viel rausgekommen. Dann auch durch die Verletzung. Ich war ja auf 2-3 Wochen auf Krücken. Mhm. Deswegen, aber in der Stadt war ich halt natürlich. Ne? Aber jetzt, wo ich sagen muss, einen besonderen Ort habe ich noch nicht. Nein. Der wird sich dann aber natürlich in der Zukunft wahrscheinlich einstellen. Özkan Yildirim, ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Ich wünsche dir erstmal gute Besserung, dass du so schnell wie möglich wieder auf den Platz kommst und wir uns dann an deinem Spielstil hier in der Arena freuen dürfen. Auf jeden Fall werdet ihr. Sehr gut. Liebe Zuschauer, das war es aus dem Stadtwerke Düsseldorf Fanblock hautnah mit Özkan Yildirim. Die nächste Folge gibt es in 2 Wochen, denn am nächsten Montag, da ist erstmal der Tag der Deutschen Einheit. Den werden wir auch feiern. Sie natürlich auch, viel Spaß dabei und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Tschüss.